Und bei dir, wie läuft's? Ja, gut. Ich habe eine kalte, rauche Hände. Und mich etwas verletzt. Kalte, rauche Hände? Da habe ich etwas für dich. Ich komme später noch mal. Ich glaube, ein Creme wäre genau das Richtige für beanspruchte Gärtnerinnenhände. Creme und Salbe gibt es nämlich schon seit Tausenden von Jahren. Und zwar sowohl für kosmetische Zwecke als auch für medizinische Zwecke. Schon die alten Ägypter haben Creme gekannt. Eines der ältesten Salberezepte, bekannt, ist übrigens das vom Galen, dem griechischstämmigen Arzt, der in Rom tätig war. Der hat in seinen umfangreichen Schriften ein Rezept für eine Creme mit Rosenwasser drin festgehalten. Aus dem 18. Jahrhundert gibt es eine ganze Fülle von Schriften und Traktaten für verschiedene kosmetische Mittel, wie zum Beispiel Zahnpulver, Haarpuder und eben auch Creme. Ein Beispiel für so eine Schrift ist übrigens das Büchli da. Und zwar Kalupistria oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt. Eine Schrift vom deutschen Apotheker und Chemiker Johann Bartholomäus Tromsdorf. Das Grundprinzip von so einer Creme ist übrigens eigentlich seit dem Galen gleich geblieben. Eine Creme besteht nämlich aus einem Fett- oder Ölanteil, aus einem Wasseranteil und aus einem Emulgator, der die beiden Anteile miteinander vermischt. Schauen wir uns doch gerade mal an. Man lasse in einer zinnernen Pfanne eine Drachme weißes Wachs, 2,5 Drachme Walrat und 2 Unzen frisches Mandelöl bei gelindem Feuer schmelzen. Ein Drachme ist etwa 3 Gramm, ein Unze sind so ungefähr 27 Gramm. Das heisst, wir brauchen etwa 7 Gramm Walratersatz, etwa 3 Gramm Bienenwachs und etwa 27 Gramm vom Mandelöl. Drei Gramm Bienenwachs und etwa 27 Gramm Mandelöl. Anstatt in einer Zimtpfanne tun wir das Ganze jetzt in diesem Reagenzgläschen hier im Wasserbad erhitzen, so wie es im Rezept steht. Dann entferne man das Gefäß von dem Feuer und rühre es stark durcheinander, bis es zu erkalten anfängt. Dann setze man tropfenweise eine Unze Rosenwasser hinzu, welches man durch starkes Durcheinanderreiben damit zu vereinigen sucht. Wenn es dann soweit ist, ist die Creme bereit, dass man sie abfüllen kann. Ups. Tanja! Das ist jetzt eine Pomade nach einem Rezept von 1805 fürs Gesicht und vor allem für die Hände. Probieren mal! Wow. Oh, das tut so gut! Fantastisch! Super! Danke vielmals, Gabi! Bitteschön, gern geschehen!